Shinta, Hand aufs Herz, hättest du damals gedacht, als du deine ersten Anläufe bei den Profis gemacht hast, dass wir jetzt hier sitzen, du den Vertrag bis 2026 verlängert hast und parallel dir über den Sommer sogar noch eine U21-EM-Goldmedaille in den Schrank hängen konntest? Was ist das für ein Gefühl einfach, dieser Weg? Nein, auf keinen Fall. Ich bin sehr glücklich darüber, wie das in den vergangenen Wochen gelaufen ist für mich persönlich. Der Abschluss wurde gekrönt mit der U21-EM und jetzt die Vertragsverlängerung. Ich bin sehr glücklich. Du hast ja im Vorjahr erst 2 Jahre verlängert, jetzt nochmal eine Schippe draufgelegt. Wie kam es zu dieser Entscheidung und was bedeutet dir in dem Zusammenhang auch die Fortuna und Düsseldorf als Spieler, aber auch als Mensch? Ja, Fortuna ist zu meiner Heimat geworden. Ich bin aus Japan hierher gekommen vor 6 Jahren und habe in der U16 bei Fortuna angefangen und jetzt bin ich hier, habe vorzeitig meinen Vertrag verlängert und ich hatte sehr gute Gespräche mit den Verantwortlichen. Sie haben mir einen klaren Plan aufgezeigt und ich fühle mich hier sehr wohl und will das Vertrauen zurückzahlen. Du hast Japan kurz angesprochen. Wir sitzen hier gerade im japanischen Garten im Nordpark und da gestattet sich ja die Frage, nach so vielen Jahren in Deutschland, wie viel Japaner steckt noch in dir? Ja, sehr viel. Ich fühle mich immer noch als ein Japaner. Ich habe da 15 Jahre meines Lebens dort verbracht. Ich hatte eine sehr schöne Zeit hier und ich fühle mich immer wieder sehr wohl, wenn ich hier in Düsseldorf mit Japan in Verbindung gebracht werde. Hier in diesem in dem Park zu sitzen ist auch sehr schön und daher steckt noch sehr viel Japan in mir. Du bist ja eher ein, sag ich mal, ruhigerer Typ. Wie nimmst du das wahr, diesen ganzen Trubel, der so ein bisschen über die letzten 1,5 Jahre für dich entstanden ist? Wie nimmst du das wahr und wie gehst du damit um? Ja, ich nehme das, man bekommt das mit, das ist klar, aber ich denke, es ist sehr wichtig, dass man ein stabiles Umfeld hat das ist bei mir so. Ich lese auch die ein oder anderen Artikel, aber ich bin da ganz gelassen, ich bleibe da ganz cool und wie angesprochen, mein Umfeld, meine Familie hilft mir dabei, auch auf dem Boden zu bleiben und so bin ich auch. Du bist ja, wie du schon angesprochen hast, 2015 aus Japan zur Fortuna gekommen und hast das Nachwuchsleistungszentrum der Fortuna komplett seit dem Zeitpunkt, sag ich mal, durchlaufen. Wie hat dich das geprägt, diese Zeit dort und auch auf das Profidasein vorbereitet? Ja, auf jeden Fall sehr. Ich kam noch als ein sehr kleiner Junge hierhin nach Düsseldorf zur U16 und mittlerweile habe ich meine erste Profisaison hinter mir und jetzt kommt die zweite. Ich wurde zur U21-Nationalmannschaft vom DFB eingeladen. Das hätte ich mir zum damaligen Zeitpunkt auch noch nicht hätte erträumen können. Und von daher bin ich sehr glücklich über die Entwicklung, aber das ist erst der Anfang und ich freue mich auf die weitere Zeit. Du hast den Sprung zu unseren Profis geschafft, bist da auch ein fester Bestandteil. Wie siehst du selbst mittlerweile deine Rolle in dieser Mannschaft, auch jetzt in der für die kommende Saison? Klar ist, ich möchte dieses Jahr auch mehr Verantwortung übernehmen wie letztes Jahr. Dafür muss ich Leistung bringen auf dem Platz, neben dem Platz. Und das ist die Aufgabe, auch wenn ich erst noch relativ jung bin, mit 20 Jahren, denke ich, kann man trotzdem Verantwortung übernehmen. Und das würde ich gerne machen. Oder das möchte ich machen. Die Sommerpause war für dich in dem Zusammenhang ja etwas kürzer durch halt diese U21-EM. Hand aufs Herz, wie fühlst du dich jetzt? Wie geht es der körperlichen Frische? Bist du, würdest du sagen, bei 100% angekommen? Ja, ich fühle mich gut. Klar war die Pause kurz, aber ich bin noch ein junger Spieler. Ich denke, ich brauche nicht so viel Urlaub und von daher fühle ich mich frisch. Und freue mich einfach auf den Saisonstart gegen Sandhausen. Und
Lass uns mal kurz darauf eingehen. Wie siehst du den Status aktuell der Mannschaft nach dieser langen Zeit der Vorbereitung? Was ist dein Eindruck? Ja, die Mannschaft macht einen sehr guten Eindruck. Ich denke, wir haben im Trainingslager sehr gut gearbeitet. Wir haben den Trainer besser kennenlernen können in dieser Phase. Und ja, mittlerweile arbeiten wir schon, sind jetzt 5 Wochen vergangen. Und der Trainer hat uns klar vermittelt, was er von uns erwartet. Und ich denke, das haben wir auch besonders im letzten Test jetzt zeigen können. Und klar, wir haben noch einiges zu tun, aber ich bin sehr zuversichtlich. Du bist zuversichtlich, also wahrscheinlich auch zuversichtlich, was die Saison angeht. Was nimmst du dir oder was wünschst du dir und der Mannschaft für den Saisonstart und die ersten Spiele dann, wenn es losgeht jetzt am Sonntag? Ja, klar ist, unser Anspruch ist, dass wir mit einem Sieg in die neue Saison starten. Wir müssen die ersten Saisonspiele gut bestreiten. Jeder weiß, wie die zweite Liga ist, wie schnell es nach unten gehen kann, aber auch nach oben. Und dafür müssen wir einen guten Start hinlegen. Und ja, darauf arbeiten wir hin.